will dieses Leben, sagte sie. Dann drehte sie sich um und ging. Kalter Wind auf ihre Haut. Liebe, das war Liebe. Hallo, ihr Lieben. Nun, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und euch geht's einigermaßen gut und ihr seid zufrieden. Ja, ich habe überlegt, was zeige ich euch als erstes Video im neuen Jahr? Ein leckeres Eis. Und zwar in Gretsiel am Hafen. Gretsiel ist eine Küstenstadt in Niedersachsen und einige von euch werden sie bestimmt schon kennen. Aber zuerst geht's jetzt zum Wattenmeer. Das Wattenmeer gehört zum Nationalpark und ich sage euch, es ist ein kleiner Traum. Wann war ich da? Am Neujahrstag. Gut, Silvester kräftig gefeiert, am Neujahrstag, nachdem man dann einigermaßen munter wurde, auf geht's zum Wattenmeer. Glücklicherweise, manchmal hat es ja auch Vorteile, dass die Sonne momentan so früh noch untergeht, hatte man dadurch einen fantastischen Blick, den ich euch hier auch zeigen kann. Muscheln werdet ihr auch dort finden. Ja, Wattenmeer ist natürlich auch tideabhängig, also Ebbe und Flut. Und dementsprechend hat man dann bei Ebbe auch einiges dort an Muscheln liegen. Es ist recht stürmig, aber der Blick lohnt sich. Warm angezogen, gar kein Problem. Und für die Fotobegeisterten unter euch, nehmt einen Fotoapparat mit. Ihr werdet es nicht bereuen. Nun geht's weiter. Ab Richtung, ich sagte es schon, Gretsiel. Ja, Gretsiel ist eine alte Küstenstadt, ich glaube so aus dem 18. Jahrhundert und hat einen wunderschönen Hafen und ich denke, viele von euch werden den auch schon kennen, mit ganz süßen, kleinen, feinen Restaurants. Wie gesagt, ich war ja am Neujahrstag da, da war dann auch noch ein bisschen Weihnachtsschmuck, also das sah schon fantastisch aus. Und was also äußerst gut schmeckte, das war ein Softeis. Nun, so im Winter an einem kühlen Tag ein leckeres Softeis, ich sag euch, das hat was. Ja, also ich bin dann halt eben auch so durch Gretsiel spaziert und oben kam mir auch schon der Mond entgegen, den ich euch auch gerade zeigen konnte. Im Hafen lagen einige Bötchen und es waren doch einige Menschen auch unterwegs, muss ich doch sagen. Ja, also insgesamt, es war ein fantastischer Tag und euch wünsche ich noch alles Liebe und passt auf euch auf. Lieben Gruß, eure Nicole Kreativgalerie. Fotografie, Digitalart, Kurzgeschichten und Videos.